Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Wisława Szymborska, die Frauen von Rubens. Frauliche Fauna, Walküren, nackt wie das Donnern der Tonnen. Sie nisten in zertrampelten Betten, schlafen mit aufgerissenen Mündern, als wollten sie krähen. Ihre Augäpfel flohen nach innen und stieren tief in die Drüsen, aus denen Hefe sickert ins Blut. Töchter des Barock, der Teig setzt Fett an im Backtrog, Bäder dampfen, Weine erröten, über den Himmel galoppieren Wolkenferkel, Trompeten wiehern den physischen Alarm. O Aufgedunsene, o Kürbisrunde und durch das Wegwerfen ihrer Kleider verdoppelte und durch die gewalttätige Pose verdreifachte fette Liebesgerichte. Ihre mageren Schwestern waren früher aufgestanden, bevor es dämmerte auf dem Bild, und niemand sah, wie sie gingen im Gänseschritt über die unbemalte Seite der Leinwand. Vertriebene des Stils, abgezählte Rippen, Vogelnatur der Füße und Hände. Mit den hervorstehenden Schulterblättern versuchen sie davon zu flattern. Das 13. Jahrhundert hätte ihnen goldenen Grund gegeben. Das 20. eine Silberleinwand, dieses 17. hat für die Flachen gar nichts übrig. Konvex ist sogar der Himmel. Konvex sind Engel und Gott, Phöbus mit Schnurrbart, der auf schwitzendem Ross in den kochenden Alkoven reitet. Wisława Szymborska ist eine meiner Lieblingsdichterinnen, eine polnische Lyrikerin, die 1996 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Geboren wurde sie am 2. Januar 1923 und gestorben ist sie am 1. Februar 2012. Wisława Szymborska hat ein kleines Werk überlassen, uns übergeben, circa 350 Gedichte, die aber in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden. Sie hat sehr viel mehr geschrieben, aber sehr viele Gedichte hat sie weggeworfen, weil sie ihr einfach nicht gut genug erschienen. Wisława Szymborska ist immer beschrieben worden als eine sehr, sehr feine Dame, eine sehr humorvolle Frau. Man hat einmal in Abwandlung auf eine andere Person von ihr gesagt, dass sie ihr Leben lang die außergewöhnliche Verkörperung einer ganz normalen Frau gewesen sei. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Beschreibung ihrer Person. Wisława Szymborska hat großen Wert auf ihr Privatleben gelegt und als dann der Nobelpreis über sie hereinbrach, war das für sie auch eine kleine Katastrophe. Sie fand diese ganze Hype um sie unerträglich und hat von sich gesagt, ich bin eigentlich eine sehr private Person. Wisława Szymborska hat polnische Literaturwissenschaft studiert und Soziologie. Sie hat geheiratet, ließ sich scheiden. Sie hat dann lange Jahre mit einem Lebensgefährten zusammengelebt, Kornel Filipowitsch, der 1990 gestorben ist. Wisława Szymborska war Redakteurin bei einer Literaturzeitschrift und hat eigentlich angefangen, Gedichte zu schreiben, noch ganz im Stil eines sozialistischen Realismus, was man ihr später dann auch ein wenig übel genommen hat. Aber sehr früh hat sie dann zu ihrem eigenen Ton gefunden und Gedichte geschrieben, die einfach Meisterstücke sind, Meisterwerke und von einer Menschlichkeit sind und für Freiheit und gegen Unterdrückung sich aussprechen. Diese Gedichte sind einfach wunderbar. Jedes Gedicht hat ein Eigenleben. Man hat davon gesprochen, dass eigentlich jedes Gedicht eine eigene Poetik verlange, weil es eigene Gesetze habe, die nicht übertragbar seien auf das nächste Gedicht von ihr. Es ist fast unmöglich, sie zu übersetzen.
Karl Dedekius hat das dann doch wunderbar ins Deutsche übertragen können. Aber sehr viel geht verloren natürlich in der Übersetzung, weil das Polnisch auch eine ganz andere Sprache als das Deutsche ist und andere Gesetze kennt, eine andere Grammatik hat. Und so ist es sehr, sehr schwierig, sie zu übersetzen. Aber dennoch merkt man in den deutschen Übertragungen, mit wie viel Hintersinn diese Lyrik geschrieben wurde, mit wie viel, das wurden tief schürfende Fragen ganz leicht gestellt, philosophische Fragen, aber die sehr humorvoll und sehr ironisch und eben auch distanziert abgehandelt werden. Wisława Szymborska sagt von sich selbst in einem Gedicht, unter einem kleinen Stern, sagt sie: Tadle mich nicht, Sprache, dass ich schwere Worte leihe und mit ihnen so arbeite, dass sie leicht erscheinen. Das ist sehr gut beschrieben, wie sie das macht. Sie hat Themen gewählt, die ganz einfache Themen sind, aus dem alltäglichen Leben, und sie hat sie wie ein Kind spielerisch angegangen. Ganz einfach. Sie hat Naturgesetze entdeckt, wie es ein Kind entdecken würde, zum Beispiel die Gravitation, und das auf eine ganz einfache, naive und doch eben so erhellende Art und Weise. Es gibt eine sehr nette kleine Anekdote über sie, die ich Ihnen erzählen will. Und sie stammt von ihrem langjährigen persönlichen Assistenten Michael Rusnak. Und Michael Rusnak erzählt, dass er eine Tochter bekommen habe und seine Frau sei wieder arbeiten gegangen. Er habe auf die Tochter aufpassen müssen. Die war damals dann so ungefähr ein Jahr alt. Und er habe seine Tochter füttern müssen, also habe er sie in so einen kleinen Sessel an den Tisch geklemmt. Es gibt so kleine Kindersessel, die man an den Tisch klemmen kann, und wollte sie gerade füttern. In dem Moment klingelte das Telefon, und damals war das noch so, dass die Telefone an einer langen Schnur befestigt waren und er musste ins Nebenzimmer gehen. Und in dem Moment, wie er den Hörer abhebt, um sich zu melden, sieht er, wie seine kleine Tochter das Tischtuch zu sich heranzieht und alle Dinge, die auf dem Tisch standen, Gläser und Teller und Tassen, geraten ins Schwanken und fangen an zu fallen und fallen alle auf den Boden und es klirrt und scheppert. Und statt sich zu melden, entfährt ihm ein Schreckensruf, und auf der anderen Seite der Leitung meldet sich Wisława Szymborska, die fragt, was denn los sei. Und er erklärt ihr ganz kurz, was passiert ist. Und sie sagt nur: Ah, das ist ein schönes Thema für ein Gedicht, und legt auf. Und er ist etwas überrascht, also kein Wort des Mitleids und das kann nicht helfen sozusagen, sondern nur, das ist genau ein Thema für ein Gedicht. Und kurze Zeit später hält er dann wirklich in den Händen ein Gedicht von ihr, die genau das beschreibt, wie ein Kind ein Tischtuch zu sich heranzieht und alle Gegenstände geraten ins Fallen und fliegen. Und das Kind entdeckt dabei sozusagen wie Newton die Gesetze der Schwerkraft, beziehungsweise hebt die Gesetze der Schwerkraft auf. Über dieses Gedicht sind dann tiefschürfende Interpretationen geschrieben worden, die, wenn man das Gedicht selbst liest, auch Schmunzeln machen, weil das Gedicht kommt so einfach und so kindlich daher, und das macht gerade seinen Reiz aus. Diese Geschichte, diese Anekdote geht aber noch weiter. Denn Michael Rusnak bekam dann auch noch einen Sohn, und als der Verleger ihm eine Gratulation zur Geburt des Sohnes geschrieben hat, hat er auf die Karte geschrieben, dass der Verlag in Zukunft für alle Kosten aufkommen werde, die dieser Sohn verursachen werde. Hauptsache, es komme wieder so ein wundervolles Gedicht heraus, wie das für die kleine Tochter von Rusnak. Das ist
eine Anekdote, die eigentlich auch Wisława Szymborska und ihr Umfeld sehr, sehr gut beschreibt. Sie hat ihre Themen aus dem alltäglichen Erleben genommen. Das waren Begegnungen mit Menschen, mit Tieren. Sie hat sich sehr für die Evolution interessiert, für das Werden unseres Planeten und für die Gesetze, die in diesem Werden zu stecken scheinen. Ich möchte noch eine andere kleine Geschichte von ihr erzählen. Ich habe ein kleines Filmchen mit ihr gesehen, in dem sie ihren Lieblingswitz erzählt. Und der geht folgendermaßen: Einstein ist gestorben und erscheint vor Gott und stellt sich vor ihn hin und sagt: Mein ganzes Leben lang frage ich mich, nach welchen Prinzipien du all das hier erschaffen hast. Was war das Modell dafür? Gott sagt, das ist ganz einfach. Geht an eine Tafel und schreibt eine ellenlange Gleichung auf. Und dann tritt er zurück und sagt, das ist es. Einstein schaut sich die Gleichung an und sagt, ach, tut mir leid, aber da ist ein Fehler drin und der wiederholt sich. Und Gott sagt, genau. Das ist eine sehr nette Geschichte. Diese Schöpfung mit ihren kleinen Fehlern, mit ihren sehr menschlichen Fehlern, die von Menschen auch erkannt werden können und die einfach witzig sind. Das war, glaube ich, das, was sie angetrieben hat, ihre wundervollen Gedichte auch zu schreiben. Sie geht den Dingen immer auf den Grund, ganz ernsthaft und doch so humorvoll schmunzeln, dass es einfach ein Vergnügen ist, ihre Gedichte zu lesen. Und immer bleibt sie human, immer hat sie sympathisiert sie mit den Dingen, die sie beschreibt. Und so ist es auch mit diesem Gedicht, Die Frauen von Rubens. In dem Gedicht werden ja zwei Typen von Frauen vorgestellt. Einmal diese barocken Frauen, wie sie Rubens gemalt hat, Frauenbilder, die ich immer ganz furchtbar finde, mit denen ich mich ganz schwer anfreunden kann und für die sie doch so nette Worte findet. Nicht gerade schmeichelhafte Worte, denn die werden eigentlich als ja, auch ziemlich schrecklich beschrieben. Sie sind fett, sie sind aufgedunsen, walkürenhaft. Das sind Riesenweiber, haben auch mit gewalttätigen Posen und in zertrampelten Betten. Das sind auch sehr martialische Worte, die Szymborska für diese Frauen findet. Das sind Frauen, keine soften, keine sanften Frauen, sondern nackt wie das Donnern der Tonnen, lautmalerisch wunderbar ins Deutsche übersetzt. Bei ihnen geht die Liebe durch den Magen, da taucht sehr viel Essen auf, viele Wörter für Essen, der Teig, die Schweineferkel, die Hefe, der Kürbis, das Fett, Weine, die erröten. Und all das zeigt, dass diese Frauen einen ganz starken Sinnlichkeit charakterisiert und ein Vergnügen an diesem auch ins Gewalttätig gehenden Sinnlichkeit haben. In einer Welt, in der Männer wie Götter erscheinen, aber mit Schnurrbart, die auf Rössern dahergaloppieren. Das passt wunderbar zu dieser barocken martialischen Welt auch, in der Kriege so eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dann dagegen die Frauen der Gotik, die sehr viel kürzer abgehandelt werden, die mager sind, das sind Frühaufsteherinnen, das sind kleine Asketinnen, sehr folgsam, die im Gänseschritt hintereinander herlaufen und flachbrüstig sind. Und das, was mal früher ihre Flügelansätze gewesen sind,
sind jetzt hervorstehende Schulterblättern geworden, die eher an kleine magere Vögelchen erinnern als an prunkvolle Engelsgestalten. Und dann kommt diese kleine Distanz, die Szymborska zu beiden oder gerade auch zu den Frauen der Gotik entwickelt und sagt, ja, also das 13., das hätte euch den ersten Preis in einem Wettbewerb verliehen. Ihr hättet Gold bekommen. Und die Moderne, das 20., hätte immerhin erkannt, wie wichtig ihr für die Kunstgeschichte gewesen seid. Ihr hättet Silber bekommen. Aber für die barocke Welt, in der hättet ihr keinen Preis bekommen. Da wärt ihr leer ausgegangen. Und dann beschreibt sie wieder den Schluss, diese Stellungnahme für diese kürbisrunden, aufgedunsene und fetten Liebesgerichte für diese barocken Weiber. Ich denke, so ein bisschen im Hintergrund sind natürlich auch Frauentypen, wie man sie auch in einem katholischen Polen erleben konnte, eben auch in einem Polen, das doch, was Sexualität und Sexualmoral angeht, bis heute sehr konservativ ist. Ein Land, in dem die Erbsünde immer noch eine große Rolle spielt und in dem man aus dem Beichtstuhl verwiesen wird, wenn man in Sünde miteinander mit einem Mann lebt, mit dem man nicht verheiratet ist. Beide Frauentypen werden liebevoll beschrieben, nicht gerade schmeichelhaft, aber doch liebevoll. Und das zeichnet Szymborska immer aus. Sie versucht immer, die Objekte, die sie beschreibt, ob das Tiere, Pflanzen, Menschen, Gegenstände sind, von ihrem Standpunkt aus zu beschreiben, ihren Standpunkt einzunehmen und sich allenfalls schmunzelnd von diesem Standpunkt zu distanzieren. Und immer muss man ihre Worte mit Vorsicht genießen. Und zwar wirklich in der doppelten Bedeutung, man muss sie mit Vorsicht begreifen, erfahren und eben voll genießen, weil sie so wunderbar beschreiben, was man da vorgestellt bekommt. Zwei ungleiche Schwestern, die Schwestern eine barocke, eine asketische. Wisława Szymborska hat noch ein anderes Gedicht geschrieben über zwei ungleiche Schwestern und in diesem Gedicht behandelt sie ihre Schwester und ihre Familie. Und sie beschreibt sehr witzig, dass niemand in dieser Familie Gedichte schreiben kann. Niemand kann kunstvoll mit Sprache umgehen und ihre Schwester schon überhaupt nicht. Die kann wirklich keine Gedichte beschreiben. Und dennoch versteht man sich in dieser Familie. Dennoch funktioniert die Kommunikation eben auch ohne kunstvolle Worte. Und die letzten Verse aus diesem Gedicht möchte ich zum Abschluss an diese kleine Sitzung zitieren. Die gehen folgendermaßen. Meine Schwester pflegt eine nicht üble mündliche Prosa. Die Urlaubskarten sind ihre ganze Schriftstellerei, darin sie jedes Jahr dasselbe verspricht. Sie werde nach ihrer Rückkehr alles erzählen.